Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Investorenausbildung. Heute möchte ich mit euch über das Thema Silber sprechen. Silber ist ja ein Edelmetall, das du gerne kaufen kannst oder verkaufen kannst, Handel damit treiben kannst und es natürlich als Wertanlage für dich verwenden kannst. Und das letzte Video zum Thema Silber ist sehr gut gelaufen, muss ich sagen, und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Thema hier auf dem Kanal dann doch noch etwas breiter auszubauen und habe einige interessante Infos für dich, unter anderem wovon denn hierzulande auch der Silberpreis abhängig ist, warum ganz viele Silberminen oder Silberhersteller, Silber wird ja nicht hergestellt, aber Förderer, sage ich jetzt mal, vielleicht sogar kurzfristig pleite gehen könnten und meine persönliche Meinung zu Silber. So, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Investorenausbildung. Bei uns geht es um die Themen Aktien, Immobilien und der Vermögensaufbau in Eigenregie. Und ich möchte euch mit dem Thema Silber heute versuchen, noch weiter auseinanderzusetzen, denn das letzte Video zu Silber ist sehr gut gelaufen. Und damals habe ich mich auch ganz klar bekannt, habe gesagt, Gold und Silber sind eher weniger für mich geeignet. Aber ich habe ich lese auch viele verschiedene Newsletter und habe da eben unter anderem von jemandem gelesen, dass Gold und Silber eine historische Ratio jetzt halt inne hat. Also das ist ein Chartbild, das würde ich euch jetzt halt hier auch mal hineinschneiden. Und immer dann, wenn halt eben diese Gold-Silber-Ratio bei über 80 ist, bedeutet also, Gold ist im Verhältnis zu Silber viel zu teuer, immer dann gab es eine Kursrallye bei Silber. Und ja, also man kann natürlich immer Prinzipien haben, aber man kann natürlich auch mal seine Prinzipien über Bord werfen und damit Geld verdienen. So. Und deswegen setze ich mich natürlich mit allen möglichen Assets auseinander und habe jetzt versucht, auch mich in das Thema Silber noch mehr hineinzulesen. Und habe dann unter anderem dieses Chartbild jetzt gesehen. Genau. Und da siehst du ganz viele verschiedene Silberproduzenten. Einen davon werden wir jetzt gleich noch näher besprechen. Das ist die Pan American Silver aus Vancouver. Aber immer dann, wenn halt ein Asset oder ein Rohstoff sehr günstig ist, dann sind die Unternehmen, die in diesem Veredelungsprozess, sage ich jetzt mal, sind, haben die Probleme. Also du hast es ja damals gesehen bei Shell, als der Ölpreis runtergegangen ist, haben die Probleme bekommen. Ne? Und das Ganze ist jetzt hier bei den ganzen Silberminen natürlich auch. Wenn der Silberpreis nach unten geht, dann haben die da Probleme. Und Stand heute sind nur noch sehr wenig Silberminen in der Lage, profitabel das Edelmetall zu fördern. Und daher kann es dann durchaus sein, dass die irgendwie mal pleite gehen oder es zu Unternehmenszusammenschlüssen kommt, dadurch dann das Angebot sinkt, also es wird einfach weniger Silber hergestellt, weil warum sollst du es fördern, wenn du damit dafür nicht bezahlt wirst, auf Deutsch gesagt. Und die Nachfrage ist ja doch irgendwo stabil, vielleicht sogar wächst sie ein bisschen, also es gibt geteilte Meinungen dazu und so würde es dann wieder zu einem Anstieg kommen. Ja? Letztlich, und es ist bei allen Rohstoffen gleich, obliegt diese Tatsache aber immer dem sogenannten Schweinezyklus. Und der Schweinezyklus sagt genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wenn der Preis niedrig ist, wird einfach die Angebotsseite reduziert, weil es sich nicht mehr rentiert. Dann bleibt die Nachfrage gleich und der Preis stabilisiert sich und immer weniger Mengen stehen zur Verfügung und somit steigt dann wieder der Preis. Allerdings zwischen dem Preis hoch und dem Preis tief gibt es einen Time Lag, also eine zeitliche Differenz. Und da ist es halt einfach, das ist sehr, man kann es einfach nicht sagen, wie lang diese Zeitdifferenz ist. Und es kann jetzt natürlich nur sein, dass Silber noch auf einem längeren Zeitraum auf diesem niedrigen Niveau verharrt. Ja? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das hier so weiterhin so günstig bleiben wird. Da lege ich mich sogar fest, da bin ich mir ziemlich stark davon überzeugt.
Aber man weiß halt nicht, ob das Ganze jetzt morgen durch die Decke wieder geht, übermorgen oder erst in 3 Jahren. So, das ist das Problem an der Sache. Dann möchte ich mit euch über eine der größten Übernahmen in diesem Sektor sprechen. Also Pan American Silver hat ein Unternehmen gekauft. Das werde ich euch jetzt hineinschneiden. Genau. Und ich persönlich finde Pan American Silver eines der besten Silberförderunternehmen oder Silberminen, die es hier gibt. Und habe da selbst auch schon eine Unternehmensanalyse bei uns im Börsenbrief veröffentlicht zu Pan American Silver. Haben durchaus gut abgeschnitten und die sind ja auch heute noch in der Lage, günstig zu fördern. Ja? Und die versuchen jetzt natürlich Konkurrenten, die weit weniger gut fördern können und natürlich total finanziell schwach auf der Brust sind, aufzukaufen. Hat ja damals auch Shell gemacht, also wir bleiben ja im Rohstoffsektor, hat Shell mit der BG Group damals, 2015 glaube ich oder 2016 war es, auch gemacht. So, und deswegen bin ich der Meinung, dass Silber dann irgendwann wieder die Kurve kriegt. Bei Öl ist es ja damals dann auch wieder so gewesen. Und jetzt möchte ich noch auf eine Abhängigkeit hinweisen. Korrelation ist da das Finanzfachwort dazu, also Abhängigkeit. Und die herrscht zwischen dem Euro-US-Dollar, dem Währungspaar, und dem Silber- und Goldpreis. Diese Chartbilder sind leider gleich. Und das ist für mich fatal leider, denn ich bin nicht in der Lage, ein Währungspaar preistechnisch zu bewerten. Ja, da sind einfach so viele Einflussfaktoren, Zinsen, Importe, Exporte, Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenquote und so weiter. Also man ist jetzt einfach nicht in der Lage, ganz klar zu determinieren, ist jetzt der Euro-US-Dollar günstig, teuer, was ist da los, wo geht er hin? Also ich kann es nicht. Ja, da wird es Experten können, geben, die das können, aber ich kann das nicht. Und deswegen habe ich nach wie vor leider immer noch Bauchschmerzen beim Invest in Silber. Ich gebe es leider zu. Ja, beim letzten Video bin ich ja schon geschimpft worden. Ja, Kauf halt endlich, das ist eine Sache der Zeit. Ich habe mich immer noch nicht dazu durchgerungen. Aber eins kann ich sagen, wenn ich kaufen würde, wie würde ich es denn dann machen? Auf keinen Fall würde ich da irgendwelche Finanzprodukte kaufen. Da gibt es ja ETFs in Rohstoffe, die haben dann, glaube ich, einen anderen Namen, ETN oder so ähnlich. Das ist eine Darstellung von Rohstoffen in Finanzprodukten. Also große Investmenthäuser können das darstellen. Warum ist es auch notwendig? Es ist notwendig, weil du dir oder weil nicht jeder in der Lage ist, so viel Silber zu Hause zu bunkern. Oder nehmen wir mal als Beispiel Öl. Du kannst jetzt, wenn du in Öl investieren möchtest, ja dir nicht ein Fassbarrel nach Hause hinstellen. Ja? Kannst du vielleicht schon machen, aber was deine Frau dann dazu sagt, das weiß ich nicht. Oder dein Mann, ja, je nachdem, wer jetzt zuschaut. Und deswegen hat die Finanzindustrie gesagt, okay, wir machen hier Finanzprodukte, um dir zu helfen, damit du das auch schön darstellen kannst. Ist aber Bullshit, ja. Also die Kosten sind da extrem hoch und die sind auch von der Performance her viel schwächer. Und deswegen würde ich Silber tatsächlich nur echtes Silber kaufen in Form von Münzen. Und wie gesagt, habe es jetzt halt noch nicht gemacht aufgrund der Abhängigkeit vom Euro-US-Dollar. Ja, sagt mir gerne mal eure Meinungen nochmal hier. Zu dem Video allgemein und zum Thema Silber, Gold, Abhängigkeit zum Euro-US-Dollar und vielleicht auch zu den Problemen bei den Herstellern. Vielleicht habt ihr da auch Meinungen dazu. Gerne hier unten in die Kommentare rein. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.